Hallo, ich bin Sebastian von Sweetchecker. Heute testen wir dieses Produkt. Kann man das sehen? Ja. Dairy Milk Caramel von der Firma Cadbury. Die Firma Cadbury ist aus England. Das habe ich letztens mitgebracht, als ich in England war, in London. Und ich glaube, das gibt es aber auch hier. Da bin ich mir ziemlich sicher. Cadbury ist übrigens gekauft von Kraft Foods. Ich weiß gar nicht, wann das war. Cadbury ist ein ziemlich auch alt eingesessener Laden in den UKs. Und die machen nur so kleine Schweinereien. So. Dairy Milk Caramel. Caramel, eines meiner Lieblingsthemen übrigens. Also ich kenne das Ding schon, das ist eine kleine Schweinerei, muss ich schon sagen. Wir werden das gleich mal sehen. Also, Verpackung. Das ist ein ziemlich schöne Verpackung eigentlich, finde ich. Das Gelb spricht immer so für Karamell. Mit diesem lila Metallic-Effekt finde ich das eigentlich auch ganz cool. Ist eine schöne Verpackung, ist gut. Sie ist mir ein bisschen zu leicht. Also ich finde, man könnte davon viel mehr essen. Ich weiß gar nicht, wie schwer ist denn das überhaupt? Hier steht das überhaupt drauf? Steht nicht drauf. Und Inhaltsstoffe kann ich leider auch nicht zu sagen. Das ist super klein. Ich kann das echt nicht lesen. Also ich sehe hier nur so irgendwas mit Schoko, irgendwie was mit Emulgatoren. Zucker ist natürlich der erste Punkt. Also ich kann es nicht lesen. Ich kann also nicht so viel darüber erzählen, was da alles drin ist. Also im Detail. Und jetzt machen wir mal auf. Wir unboxen das einfach mal. Nicht reden. Wenn man eine Verpackung aufmacht. So. Herauskommt dieses Teil hier. Das ist ganz cool. Hat also gleich so mehrere Segmente, in die man halt genussvoll reinbeißen kann oder abbeißen kann. Man kann ja so abknicken. Hier gleich mal was zur Konsistenz. Die ist ziemlich soft. Plopp. Ja, oh, hier sieht man schon, hier ist so ein kleiner Faden. Das sieht man wahrscheinlich in der Kamera nicht. Hallo, kann man das sehen? So, hier drin ist Karamell. Ey, pervers. Ah. Ein ziemlich langer Karamellfaden. Jedes von diesen kleinen Segmenten, hier, jeder von diesen kleinen Segmenten enthält eine unglaublich süße, total leckere Karamellfüllung. Die ist butterweich. Ja, wenn ihr Maß kennt, wer nicht. Das ist ungefähr gleiche Konsistenz. Ich finde, dass es noch ein bisschen dick süßer ist. Das ist schon eine Leistung. Die Schokolade ist super vollmilch. Total klasse. Total leicht. Also ganz, 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 ganz soft, ja. Das Ding schmilzt wie blöd in der Hand. Und diese Karamellfäden, die sind total super lang. Und also mehr kann man eigentlich nicht sagen, das ist total gut. Klebt natürlich ein bisschen so an den Zehen, Gaumen irgendwo. Wenn man nicht aufpasst, auch auf den Klamotten oder auf dem Tisch. Abgang ist buttersüß. Also wirklich total weich. Es ist soft. Das kann man nicht selber herstellen. Total lecker. Das kriegt bei mir einen Top. Total gutes Produkt, finde ich. Wie gesagt, ich habe es jetzt meiner Meinung nach auch schon mal hier in Deutschland gesehen. Ansonsten, wenn man mal rüber fliegt nach London, England irgendwie, auf jeden Fall mitbringen. Gutes Ding. Also erstmal super klasse. So, das war schon. Das war Dairy Milk Caramel von der Firma Cadbury in Klammern Kraft Foods. Und besuch mich mal auf sweetschecker.com. Dann wünsche ich euch mal einen schönen Abend. Tschüss, Sweet Dreams. Bis zum nächsten Mal.